bald kommt das Christkind-Geschichte. Hallo, ich bin Lois Eloa Schinedu. So sieht ich aus. Da hatte ich die Buch erfunden. Das heißt, bald kommt das Christkind. Lese es vor und ihr hört es zu. Überall ist Weihnachtszeit. Die Kerzen leuchtet und es schneit. Die Kinder sind zu Bett gebracht. Doch wer schläft nicht in diese Nacht? Da kommt rein, sieht, da wer schläft nicht in diese Nacht? Das Christkind huscht von Haus zu Haus und holt die Wünschzettel heraus. Mal liegt auch einer vor der Tür, dort am Fenster und auch hier. Ah, die Englein. Was wünschen sich die Kinder nur? Autos, Puppe, eine Uhr? Alles wird nun aufgeschrieben, doch wo ist das Buch geblieben? Wo ist das Buch geblieben? Da muss ich suchen. Man hört ein Weihnachtslied erklingen, das Christkind und die Englein singen. Sie sägen, hämmern und sie feilen, denn sie mussten sich beeilen. Sie mussten schnell beeilen. Auch in der Bäckerei geht's rund und macht. Keks landet im Mund. Das Christkind lobt die kleinen Bäcker. Hier riecht es ja schon lecker. Lecker, dass sie backt. Das Christkind fliegt zur Backstation. Ach, so fleißig war es schon. Der Bäckchenberg ragt hoch hinauf. Das Christkind klebt noch Sterne drauf. Geschenke, weiter, so viele Geschenke. Heißt noch die Englein, dass sie Sterne geben. Die Schluss. In der hellen Weihnachtsnacht hat das Christkind was gebracht. Nun läutet es das Glöckchen fein. Was mag wohl in der Päckchen sein? Das ist der Ende und es sind noch diese. In der Weihnachtszeit hat das Christkind sehr viel zu tun. Er sammelt es die Wünschzettel ein. Dann besucht es die Weihnachtsbäckerei. Und am heiligen Abend bringt es die Geschenke zu den Kindern. Zum Glück gibt es viele Engelchen, die dem Christkind helfen. Tschüss, auf Wiedersehen! Der Name, bald kommt das Christkind. Ihr können wir wiedersehen in bald kommt das Christkind in DE. Da kann ihr schreiben www.baldkommtdaschristkind.de. Tschüss!